Ein knackiges High Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute spielen wir die Saipan, der Premium-Flugzeugträger, den ihr euch kostenlos im Büro erspielen könnt. Stufe 7, ein amerikanisches Schiff. Ja, Freunde, endlich mal wieder ein amerikanisches Schiff. Wir haben so lange drauf gewartet, dass hier endlich mal wieder ein neues amerikanisches Schiff kommt. Wir haben viel zu wenig davon. Also Wargaming, bitte, bitte die nächsten Updates, so 5, 6 amerikanische Schiffe pro Update, das wäre wirklich mal schön. Weil ganz ehrlich, ne, von den britischen Feldzügen, da habe ich echt ein bisschen die Nase voll. Fast gefühlt jedes Update kommt ein britischer Feldzug. Nein, wir brauchen mehr amerikanische Schiffe. Das war Ironie für die Leute, die es nicht verstanden haben. Gut, kommen wir erstmal zum geschichtlichen Teil von diesem doch ziemlich schön und ziemlich interessanten Flugzeugträger. Und dann schauen wir mal, was ich eingebaut habe und wie ich sie so finde. Die Keylegung war am 10. Juli 1944 und die Dienststellung am 14. Juli 1946. Sie war 208 Meter lang, 35 Meter breit und hatte eine Gesamtverdrängung von nur 14.700 Tonnen. Das ist echt verdammt wenig für so einen Flugzeugträger, ne? Da war ich auch ein bisschen schockiert. Die Saipan gehörte zur gleichnamigen Klasse und es wurden zwei Schiffe gebaut, die Saipan und die Wade. Sie war anfangs ein leichter Flugzeugträger, der dann als Kommandoschiff umgebaut werden sollte, daher war ihre Bezeichnung dann ganz kurz CC3. Also sie ist auch ein Community-Contributor gewesen, ganz, ganz kurz. Man entschied sich dann allerdings dazu, sie zu einem Kommunikationsträger, einer Art fahrende Radar- und Kommunikationsstation umzubauen. In Englisch heißt es dann Communications Relationship, Entschuldigung. Ihr Name wurde dann auch in Ellington umgetauft. Ihre Bezeichnung war dann AGMR-2. Hier habt ihr mal ein Bild, wie die wunderbare Saipan danach aussah. Also mit ganz, ganz vielen Türmchen oben drauf. Ich glaube, so richtig als Flugzeugträger konnte sie dann auch gar nicht mehr fungieren. Die Geschichte von dem Schiff ist eigentlich sehr unspektakulär, daher werde ich mich nur auf die wichtigsten Ereignisse beziehen. Anfangs ihrer Karriere wurde sie dafür genutzt, um Piloten auf Trägern auszubilden. Im Oktober 1958 transportierte sie Hilfsgüter und Personal nach Haiti beim Hurricane Hazel. Sie spielte dort eine sehr wichtige Rolle, um den Menschen bei der Naturkatastrophe zu helfen. Sie wurde von Haiti auch mehrfach ausgezeichnet für ihre Hilfe. Im Vietnamkrieg spielte sie eine wichtige Rolle bei der Kommunikation der eigenen Truppen und des Abhören des Feindes. Offensiv hat sie sich allerdings nicht beteiligt. Nach dem Krieg war sie bei der Bergung von Apollo 8 beteiligt. Danach testete die NASA mehrere Kommunikationseinheiten und Module auf diesem Schiff. Am 21. August 1969 wurde sie in die Reserveflotte gesteckt, dann am 14. Januar 1970 außer Dienst gestellt und am 1. Juni 1976 verschrottet. Ja, Freunde, das war die Geschichte von diesem kleinen, schnuckeligen CV. Schauen wir uns mal an, was ich so eingebaut habe. Als erstes habe ich natürlich Flugüberwachung Mod 1, um die Wartungszeiten zu reduzieren. Als zweites habe ich hier Luftgruppen Mod 2, um die TP der Sturz- und Torpedobomber zu verbessern. Dann habe ich hier das Tarnsystem Mod 1 drin und zum Schluss habe ich hier nochmal Luftgruppen Mod 3 drin, um die Rückkehrgeschwindigkeit zu verbessern und wieder die TP der beiden Flugzeugklassen zu verbessern. So, gehen wir mal auf Ausrüstung. Es ist ein Flugzeugträger auf Tier 7. Alles das, was andere Flugzeugträger auf Tier 7 haben, hat sie auch. Ich finde das immer so ein bisschen schade, dass die CVs halt wirklich alles gleich haben hier, ne? Dass es hier nicht mal irgendwie andere Module gibt. Keine Ahnung, man kann sich ja mal ein paar Gedanken machen. Fände ich schon cool, wenn das hier mal so ein paar Unterschiede herrschen würde. Kommen wir zu den Werten. Überleben haben wir 60 Punkte. Trefferpunkte 47.900 ist natürlich jetzt nicht wirklich sonderlich viel. Panzerung 6 bis 152 mm. Flugzeuge haben wir die Torpedobomber, die Curtiss SB-2C und die Douglas SBD-2 Sturzbomber dabei. Die Torpedobomber haben 3.642 Trefferpunkte, Höchstgeschwindigkeit nur 165 Knoten. Also sie sind nicht wirklich schnell, das merkt ihr auch. Sie sind wirklich ziemlich träge und ziemlich unwendig. Größe der Angriffsstaffel sind 2. Flugzeuge je Staffel 6, also ihr habt 6 Flugzeuge, die fliegen und 2 davon greifen dann jeweils an. Erkennbarkeitsreichweite 8 Kilometer, Flugzeugwartungszeiten 77 Sekunden, Torpedohöchstand 5900, Torpedogeschwindigkeit 51 Knoten, Torpedoreichweite 3,5 Kilometer. Also wirklich alles sehr solide, wirklich alles schön ausgewogen. Dann bei den Sturzbombern haben wir hier 4050 Trefferpunkte, 173 Knoten Höchstgeschwindigkeit, auch wieder, sechs Staffelflugzeuge und davon greifen natürlich wieder 2 an. Erkennbarkeitsreichweite 7,4 Kilometer, Flugzeugwartungszeiten 77 Sekunden und
Bombenhöchstschaden 10.605. Brandwahrscheinlichkeit 68%. Ja, die 10.000 hören sich sehr, sehr hoch an, aber es geht. Weil die Flugzeuge, wie gesagt, ihr greift mit zwei Flugzeugen an und beide Flugzeuge haben dann zwei Bomben pro Flugzeug, also insgesamt vier Bomben. Und die 10.000, die erreicht man doch recht selten. Also es ist wirklich sehr ausgewogen. Flugabwehr, genau. Flugabwehr haben wir hier 57 Punkte. Ihr seht, wir haben keine Secondary, ne? Also absolut 0,0 Secondary an diesem Schiff. Manövrierbarkeit 51 Punkte, 33 Knoten, Höchstgeschwindigkeit 920 Meter Wendekreisradius und eine Ruderstellzeit von 15,9 Sekunden. Tarnung haben wir hier 10,8 Kilometer. Erkennbarkeit zur Luft 9 Kilometer und eine garantierte Erkennbarkeit 2 Kilometer. Ja, Panzerung brauchen wir uns eigentlich beim CV gar nicht so angucken. Also wir haben ein sehr, sehr weiches Deck, wie ihr seht. Also nicht so wie zum Beispiel bei der Pupeda, die dann hier das Flugdeck extrem gut gepanzert hat. Und dafür liegt aber unsere Zitadelle ziemlich tief und so groß ist die Zitadelle auch nicht. Also ich denke mal, der Saipan da permanent Zitas zu drücken, ist gar nicht mal so einfach. Kommen wir zur Übersicht. Doppelter Schaden. Torpedobomber werfen zwei Torpedos auf einmal ab. Ja, also wir haben zwei Flugzeuge, die angreifen und jeweils mit zwei Torpedos, also vier Torpedos, greifen wir an. Flugzeuge mit überdurchschnittlichem TP-Vorrat, das stimmt. Schnelle Flugzeuge mit überdurchschnittlicher Geschwindigkeit finde ich nicht. Ich finde sie halt wirklich extrem langsam und sehr, sehr träge. Ja, kommen wir zum Kapitän. Da habe ich natürlich den CV-Kapitän drauf. Habe jetzt hier noch hier diesen Track der Knoblauchzüchter als Outfit drauf. Ich habe als Inspiration Dufourné, um den HE-Schaden der Bomben zu verbessern. Und nochmal Space Fishy, um einfach die Torpedogeschwindigkeit der Torpedos zu verbessern mit 3,2 Knoten. Wir haben dann hier einfach Flugverbotszone. Wir haben Notleistung. Wir haben außer Sichtweite. Wir haben Burn, Baby, Burn. Obwohl prüfender Blick eigentlich auch nicht verkehrt wäre. Und zum Schluss habe ich vollständig verpackt, damit wir halt von allen Sachen, die wir hier haben, immer eins mehr haben. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Saipan im Gefecht an und sehen mal, ob sich das Ding wirklich behaupten kann oder eher weniger. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Saipan. Wir sind hier Kampfzone Herrschaft unterwegs. Begleitet werde ich von Payne und Luca. Wir haben eine Passerwahl, eine Conqueror, eine Georgia, Bismarck, Odin, Alaska, Wichita, Bagration und Udeloy im Gegnerteam. Ja, das ist die Runde aus dem Stream, weil die war wirklich geil. Und was soll ich zur Saipan sagen? Ich finde sie wirklich gut gebalanced. Sie ist wirklich sehr ausgewogen. Sie hat wirklich ihre Vorteile und auch ihre Nachteile. Die Flugzeuge sind nicht zu stark. Die Bomben sind nicht zu stark. Die Torpedos sind nicht zu stark. Und man braucht halt auch ein bisschen Skill bei dem Schiff. Es ist jetzt nicht so, dass sie so einfach zu spielen ist wie die Russen. Also im Gesamtpaket ist sie wirklich absolut in Ordnung. Trotzdem muss ich für mich persönlich sagen, wird sie definitiv nicht mein Favoritenschiff werden, was CVs angeht. So, wir starten jetzt hier mit den Torpedobombern. Wie ihr ja wisst, die schmeißen dann halt zwei. Wir machen jetzt natürlich einen Pre-Drop. Es ist nicht wie bei den Russen, dass wir halt mit einer kompletten Staffel angreifen. Das wäre ja natürlich noch schöner. Ja, zwei Flugzeuge, vier Torpedos. Da frage ich mich dann, Wargaming, Shokaku, Fragezeichen, dritter Torpedo. Wann gibt's den wieder? Also, ja. Was ich halt auch so ein bisschen komisch finde, dass sie jetzt wirklich permanent die CVs raushauen und dann halt auch für nichts, ne? Für kostenlos. Kein Feldzug oder sonstiges. Also, ich weiß es nicht. So, das fühlt sich alles noch nicht so richtig gut an, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe ja, dass die Graf Zeppelin dann demnächst auch mal kommt. So, wir haben da eine Georgia. Da ist eine Alaska. Ja, Alaska sollte man eigentlich nicht so anfliegen, ne? Weil die Flak ist jetzt nicht ohne. Aber das ist halt gerade aktuell das einzige Schiff, was jetzt hier wirklich mal recht nah dran ist. Ihr seht schon, wir können die Torpedos wirklich ziemlich spät abschmeißen. Sie werden recht früh scharf. Macht natürlich dann das Anfliegen deutlich leichter. Zack, kriegt auch hier gleich ihre ersten vier Torpedos. Und wir hauen hier 17.935 Schaden raus. Was ich auch gerechtfertigt finde, bin ich ganz ehrlich. So, wir machen wieder einen Pre-Drop. Da ist jetzt ein DD. Ja, das habe ich ja schon im Stream bemängelt. Ich weiß nicht, was hier die Iowa vorhat. Pusht hier einfach wirklich komplett YOLO, komplett alleine in die Mitte rein, wo wirklich einige Schiffe auf sie wirken können. Und anstatt dann zu sagen, okay, scheiße, hab mich jetzt ein bisschen vertan,
irgendwie da noch abzudrehen. Sie könnte jetzt hier Richtung Insel drehen. Nee, sie fährt einfach geradeaus weiter. Obwohl sie da auch weiß, dass hier auch noch der DD rumfährt. Die Udoloi, die ist ja auch noch hier. Ja, scheint aber jetzt hier aus ihrem Nebel rauszufahren. Ja, ist aus ihrem Nebel rausgefahren. So, holen wir nochmal die nächsten Bomberchens. Ja, Bomberchens, Torpedobomber. Also ihr seht, die Flugzeuge selbst sind wirklich massiv träge. Sie brauchen ziemlich lange, bis sie hier den Anflug fertig haben. Auch bei den Bomben, das dauert. Und da sind sie natürlich dann lange verwundbar. Da sind sie ja wirklich lange verwundbar. Und die 17.000, die macht ihr halt auch nicht permanent. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr wirklich mit jedem Torpedoangriff dann 17.000 Schaden macht oder sowas, ne? Deswegen muss ich wirklich fair sagen, dass die Saipan, mir persönlich, ich finde sie jetzt nicht so interessant, aber ich finde sie wirklich gut ausgewogen. So, jetzt steht da eine Georgia. Die bewegt sich auch nicht. Und zack. Ihr seht, man kann halt, was man halt nicht kann, ist diesen, ja, wie soll ich das nennen? Diese Zielhilfe. Oder ihr bekommt die Torpedos nicht eng genug, dass die wirklich gerade auf ein Ziel driften. Also sie haben immer so eine leichte, V-förmige, ja, Formation. Also die vier Torpedos werden schon recht weit auseinandergeworfen. Das ist halt auch so ein kleiner Nachteil, was ich halt auch wieder gut finde, ne? Also es ist wirklich ein schön ausgewogener CV, muss ich ehrlich sagen. Aber ich mag die amerikanischen CVs einfach nicht. Ich finde halt HE-Bomben langweilig, da mag ich lieber die AP-Bomben oder halt auch die Springbomben. Und die Torpedos sind halt mit 51 Knoten auch echt langsam. Und wir haben ja schon Fischi drauf. Also wenn ihr Fischi nicht drauf habt, 3,5 Knoten hatten wir, glaube ich, plus gemacht, ne? Dann seid ihr bei paar 40 Knoten. Und das ist natürlich dann schon echt nicht schnell. So, Udeloy dreht ein. Wir schmeißen die Bomben mal weiter ab. Und zack, ein Bombentreffer, ein Brand und ein Cap verteidigt. Sehr schön. Ja, ja, sei mal ruhig, du komischer Erbsenwerfer. Ah ne, Knoblauchzüchter, so rum war es. Erbsenwerfer war ja war einer, mit dem ich immer mal fliege. Schöne Grüße gehen raus. So, wir werfen nochmal drauf. Na, diesmal wird das nix. Ne, die gehen daneben. Ja, dann nehmen wir jetzt hier nochmal Torpedos. Schauen, ob wir die Udeloy nochmal schön anfliegen können. Weil die Udeloy muss weg. Ne? DDs haben bei mir immer Priorität 1. Die müssen einfach als erstes raus. Sie sind wirklich, die können absolut spielentscheidend sein. Deswegen, die müssen raus. Erst was raus muss, ist einfach ein DD. Wenn die keine DD mehr haben, haben wir halt wirklich einen guten Vorteil. Ja, sie dreht ab. Also sie macht das nicht verkehrt. Das muss man dem Udeloy-Spieler wirklich zu gut halten. Er macht das wirklich nicht verkehrt. Ja, und sie brauchen halt lange, bis dieses Ziel halt wirklich sich zusammenfährt. Denn das dauert bei den amerikanischen, also hier bei der Saipan, auch ziemlich lange. Also das ist ein wirklich ein gut ausgewogener CV, wo sich WG wirklich mal die Mühe gemacht hat und gesagt hat, okay, Pro und Contra, wie kriegen wir das am besten hin? Und das muss ich hier wirklich sagen, das, was ich bei der Des Mois so bemängelt habe, haben sie hier wirklich wieder gut umgesetzt. So, jetzt schauen wir nochmal, ob wir die Udeloy jetzt hier eventuell rausnehmen können. Viel hat sie ja nicht mehr. So, fährt jetzt gerade. Das könnte sein Todesurteil sein, dass er hier nicht abdreht. Schmeißt natürlich rechtzeitig. Und zack, das Teil ist raus. Sehr schön. Eine Idee weniger. Das war wichtig. Schön ausgeglichenes Match hier, ne? Also wir lagen jetzt einige Zeit doch hinten. Jetzt ist es wieder schön ausgeglichen. Drei Schiffe bei beiden weg. So, was haben wir da hinten noch? Die Piotr. Da habe ich dann den Jungs auch gesagt gehabt, hier, wenn ihr mich nicht braucht, dann fliege ich darüber. Nicht, dass die uns jetzt hier von der Flanke aufmischen. Weil ihr seht es auf der Minikarte, da sind noch zwei Schlachtschiffe. Da, das andere Schlachtschiff, das ist jetzt hier schon hier vorne. Das wird nämlich dann irgendwann auch gefährlich für mich. So,
Bagration fährt rückwärts. Mal gucken, ob wir eine drücken können. Ah, leider nicht, nur ein Ausfall. Das müsste dann so ein Splash-Schaden gewesen sein, wie das so schön heißt. Ah, gehen wir da eventuell nochmal auf die Bismarck. Weil die Bagration, die ist ja jetzt raus. Die hat anscheinend einen One-Shot kassiert. Ah, 3500 Schaden. Ah, mit einem Flugzeug brauchen wir da nicht anfliegen. Dann nehmen wir lieber nochmal eine komplette Staffel. Ah, Bismarck kassiert jetzt hier auch ordentlich. Ja, jetzt fehlt der Bismarck natürlich der Support. Ne? Jetzt ist sie komplett alleine. Wir können alle auf die Bismarck wirken. Außer Luca und Payne. Die sind da zu weit außen. Ich glaube, die konnten nicht mehr drauf schießen. So, schauen wir mal, ob wir hier nochmal schön die Torpedos... Also ihr seht, weiter zusammen geht es nicht. Es bleibt immer V-förmig. 3 Torpedotreffer gekriegt und jetzt dürfte es eigentlich auch rausgehen. Ja, die brennt raus. Die brennt raus. Da brauche ich mal eigentlich gar nicht mehr drauf gehen. Gut. Schmeißen die Torpedos mal ab, dass die Flugzeuge wieder zurück können. Und nehmen jetzt hier nochmal die Bomber. Die wunderschönen HE-Bomber. So, Vegeta, Odin, Conqueror und die Parseval sind noch da. Dann wird das hier hinten die Parseval sein. Die Parseval, genau. wie heißt sie denn? Die Conqueror, genau. Die Conqueror. Noch full life. Absolut full life. Also hier können wir nochmal ein bisschen Schaden machen an der. So, komm schon. So. Flieg bis mal an. Ja, dreht sogar rein. Zack, kriegt einen Brand von uns. Den wird es aber wahrscheinlich direkt löschen. Nee, sie lässt ihn durchtickern. Nee, er hat ihn gelöscht. Hat ihn leider gelöscht. So, wir haben jetzt hier unseren Schutz nochmal aktiviert. Und schauen wir mal, ob wir eventuell nochmal 2 Bomben verschlauen können. Leider nein. Links und rechts daneben vom Schiff eingeschlagen. Ärgerlich. Gut, dann nehmen wir halt nochmal Torpedos. Conqueror ist ja ein sehr schön großes Schiff. Nicht die wendigste. Also sollten wir hier die Torpedos gut versenken können. Wenn sie nicht vorher schon rausgeht. Wenn sie nicht vorher schon rausgeht. Ja, Motorboost haben wir leider keinen mehr. So, und raus. Legen wir doch gleich mal an, das Ding. So, zack. 4 Torpedos sind raus. Die müssten es eigentlich auch alle 4 naschen. Und zack, die Kong ist hinüber. Perfekt. So, jetzt haben wir da noch die Odin und die Vegeta. Also haben das Ding jetzt hier doch absolut dominiert. Wir müssen natürlich aufpassen, Vegeta hat halt auch eine ziemlich böse Flak. Hab hier wieder den Schutz aktiviert, damit wir hier eventuell doch noch alle 4 Torpedos raushauen können, ohne dass uns das Flugzeug um die Ohren fliegt. Ah, jetzt. Das war wirklich letzte Sekunde, Freunde. Letzte Sekunde, dass wir hier die Flugzeuge rausgehauen haben. Und die kriegt auch alle 4 Torpedos und hat einen doppelten Wassereinbruch, den sie aber leider wieder reparieren konnte. Ich habe immer so ein Pech, dass die immer direkt reparieren können. Ärgerlich. Ja, 92.000 Schaden haben wir auf der Uhr. Ich denke, auf die Odin brauchen wir nicht mehr drauf fliegen. Die wird es hinter sich haben. Gehen wir nochmal auf die Vegeta. Ja, da zack, hat es jetzt ordentlich eine kassiert, die Odin. So, schauen, ob wir hier nochmal eine drücken können. Bomben sind raus. Zack, 3 Bombentreffer, ein Brand.
98.000 Schaden. So, Luca ist raus. Und Luca klaut sie mir. Ah, dieser Junge. Irgendwann, Freunde, irgendwann. So, da haben wir nur noch die Parseval. 99.000 Schaden. Ich will meine 100.000 Schaden. Das habe ich eben im Stream schon gesagt haben. Ich will die 100.000 voll haben. Und wenn ich jetzt hier meine Flugzeuge opfere, das ist mir egal. Ich will die 100k voll haben. So, dafür die Parseval. Zwei Bomben sollte sie jetzt hier kriegen. Ja, das sieht ganz gut aus. Die dürfen sogar alle vier bekommen. Zack, jawohl, vier Bombentreffer. Und wir haben 111.000 Schaden. Sehr schön, jetzt ist der Adler zufrieden. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt will ich aber die Parseval auch versinken. So, einmal nochmal darüber. Schade, dass wir keinen Motorboost mehr haben, Freunde. Schade, dass wir keinen Motorboost mehr haben. Da müssen wir uns jetzt natürlich hier so ein bisschen nach vorne kriechen. Ah, Parseval, wo bist du denn? Ah, Punkte wird langsam auch knapp, Freunde. Wir sind hier bei 942 Punkten. Und haben auch nicht mehr die Zeit. Was haben wir? 56 Sekunden. Das wird eng. Das wird wirklich eng. Da ist er. Da ist er. Ja. So, wir gehen in den Anflug. Ja, ein bisschen Leben hat sie noch. Ein bisschen Leben hat sie noch. Komm schon! Und raus mit den Torpedos! So, jetzt müssen wir gucken. Da kommen schon die Granaten. Schneller, 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 schneller. Jawohl! Und die Parseval gehört noch uns. Sehr schön. Das war wirklich eine sehr, sehr geile Runde. 118.000 Schaden, 3 Schiffe versenkt, 13 Bombentreffer, 19 Torpedotreffer, Unterstützermedaille, Platz 3 mit 2508 Basis-EP. Gucken wir nochmal, was wir wirtschaftlich gemacht haben. 284.722 Credits plus gefahren. Fazit zum Schluss. Ja, ich finde die Saipan wirklich solide. Sie ist nicht zu stark, sie ist nicht zu schwach. Sie ist wirklich gut ausgewogen, hat ihre Vor- und Nachteile. Ja, mit den vier Torpedos ist halt ein fader Beigeschmack wieder für die Shukaku. Ich verstehe einfach nicht, dass jetzt hier immer wieder CVs kommen. Also ich gerade keine Tech-3-CVs, die dann halt wirklich vier Torpedos abwerfen können. Und mehrere Bomben und sowas. Und die Tech-Trees, die werden irgendwie immer so weiter zurückgedrückt. Das finde ich halt ein bisschen nachteilig und halt auch ein bisschen fragwürdig. Ja, Shukaku braucht ihren dritten Torpedo wieder. Also die Shukaku ist wirklich absolut belanglos gegen allen anderen CVs. Und ja, ich hoffe, dass da Wargaming auf jeden Fall nachhakt, beziehungsweise sie endlich wieder bufft. Der Nerf war absolut fragwürdig, genauso wie bei der Parseval. Der letzte Nerf war auch überhaupt nicht nachvollziehbar, hätte man gar nicht gebraucht, weil man halt auch mit den CVs sehr oft in Legendär reinkommt und da muss man sich halt bei dieser extrem starken Flak auch bewähren können und auch supporten können. Gut, Freunde, dann sehen wir uns auf jeden Fall die Tage wieder und bis dahin, euer Adlerwache, macht's gut!